So, Lille, gucken wir mal, was wir beim Festival alles machen können. Ah ja, wir können von verschiedenen Stationen zu anderen Stationen. Vom Horizon Apex Außenposten zum Horizon Festival Mexiko. Copy. Wo ist der Apex Außenposten? Das ist der Apex... Wait. Nee, das ist der Rush Außenposten. Oh, warte mal, das war der Apex Außenposten, ne? Ja. Oh Gott, das kann schwierig werden, glaube ich. Das hatte ich ja mal probiert, war nicht so 100% einfach. Okay, Horizon Festival Mexiko. In 4 Minuten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Disconnect, ne? Das soll meines Wissens nach ein bisschen besser geworden sein jetzt. Mal schauen. Alright, legen wir los. Soll ich eventuell... überlege, ob ich die nächste Ausfahrt dann einfach nehmen soll. Bis zum Marathon fahren soll quasi. Probier's mal, indem ich bis zum Marathon fahre. Wurde ein bisschen was bei den Audio-Settings zurückgesetzt? Nö. Autsch. Darf man hier rewinden bei dieser Challenge? In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Habe ich überhaupt volle Downforce drin? Das fühlt sich gerade nicht gut an. Nee, habe ich nicht. Sehr clever. Ja, ich werde auch jetzt auf der Autobahn nicht umstellen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hey, wait. Wollt doch bis zum Goliath-Event, ne? Na gut, jetzt können wir es auch so machen, dass wir einfach komplett die Autobahn nehmen. In 400 Perfekt. Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Das ist halt Quatsch, wenn direkt danach der Kreisverkehr kommt. Ja, ich hätte eventuell die Getriebeübersetzung anpassen können. Ja, ich könnte das Getriebe anpassen, aber ich lasse es mal grad. Boah, der X5 kann das mit Sicherheit, aber ich glaube bei 480 oder 90 bist du mit dem Jesko dann ein bisschen schneller. Nice. Easy Snack. Das ging schnell. So, Horizon Apex Außenposten. Von Tulum nach Teotihuacan. Alter.
von Gran Pantano nach Guanajuato ist, glaube ich, die Stadt, ne? Ja. Schaffen wir. So. Wählen wir die Challenge mal kurz aus. Anderthalb Minuten, ja, könnte aber ein bisschen happig werden. Wait, falsche Challenge. Pantano de la Selva. Was? Was ist denn jetzt Pantano de la Selva? Da. Okay. Wie kriegt man eigentlich die Belohnung von diesem Horizon Open Event? Da kann ich dir gerade nicht weiterhelfen. So. Mich würde es interessieren, ob Horizon Arcade mittlerweile funktioniert oder ob man da ein bisschen vergeblich drauf hofft. So. Route wird neu berechnet. Wann zählt das denn jetzt? Jetzt. Ja, 7 Kilometer in 1,5 Minuten, es geht. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Wenn man ein bisschen cuttet. Nice. Du hast dein Ziel erreicht. 11 Sekunden über gehabt. Sehr schön. Festivals. Juggernaut müssen wir natürlich auch nochmal machen, ne? Und Titan. Ich weiß halt nicht, was der Juggernaut überhaupt sein soll. Das ist so ein Rennen, wo du so verschiedene Fähigkeiten, Punkte, mäßigen Dinger machst? Keine Ahnung. So verschiedene Challenges. Springe 3 Kilometer weit. So, in unter 2 Minuten von Tulum nach Teotihuacan. Okay, Teotihuacan. Was ist das? So ein Start- und Endzeitpunkt wäre Baba. Das wäre geil.
Dino, danke dir. Moin, Diggi. Moin, James Bond. Moin, Ali. Okay, Teotihuacan. Wo bist du? Straßennamen oder so? Da! In 2 Minuten? Das ist easy. Rechts abbiegen. Juggernaut ist das Wegfindungsdingstor. Ich habe keine Ahnung. In 400 Metern rechts abbiegen. Wie lang geht der denn dann? Weil theoretisch dürfte der auch nicht so unendlich lang dann gehen, oder? In 400 Metern rechts abbiegen. Forza Horizon 5 beim Black Friday. Microsoft Store günstiger wird, würde ich jetzt nicht für allzu wahrscheinlich als allzu wahrscheinlich erachten. Ist halt schon ein super frischer Release. Und Microsoft ist ja nicht unbedingt darauf aus, Spiele zu verkaufen. Die dritte Ausfahrt nehmen. Und Microsoft ist am wichtigsten, bei nächster Gelegenheit wenden. Game Pass Abos abzuschließen. Weniger Weg zurücklegen als in der Challenge davor und hatte mehr Zeit, aber das war schon ein bisschen gar nicht mal so extrem deutlich, wie ich dachte. Oh, letzte hier von deinen Häusern bei Los Jardines nach La Gran Caldera. Oh, 4,5 Minuten. Ich glaube, das war das, wo wir auf La Gran Caldera ist hier, ne? Ja. Das sind dann die Häuser. Gehen wir mal hier. Mit 3 Sterne muss man den Juggernaut in 200 Sekunden schaffen. Danke, die Bambi. 3 Minuten 20 wird... Okay, gut, da musst du einmal so halbwegs quer über die Map. Wo ist denn Los Jardines? Wäre jetzt davon ausgegangen, dass das da ist. Ah, hallo. Ah, das war... Hatte ich schon mal probiert. Das war das, wo ich mir dachte, wo sind denn da Häuser? Im Plural. So, wir nehmen mal ein Offroad-fähiges Auto. Ah. Wo habe ich den Hoonigan RS 200? Da. Das ist schade, Ali. Wollt ihr da mal? Natürlich auch eine Möglichkeit, einfach die Autobahn entlang zu brettern und hier irgendwo zu sagen, ich pushe hier voll hoch. Was ist, wenn ich hier zum Beispiel den Wegpunkt hinsetze? Mal so rein in Kilometern. Das sind 20. Da geht's halt aber auch über die Autobahn, ne? Also... Das war so rein theoretisch... Das könnte schon schneller sein.
Okay, Autobahn oder andere? Was wäre denn sonst die optimale Route? Hier die Ausfahrt nehmen. Hier hoch. Hier ein bisschen querfeld. Ach, ich fahre eh größtenteils querfeld ein. Auf geht's. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Ach, warte mal. Damit ich so grob die Referenz habe, wo ich hin möchte. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. Hauptsache die ganze Zeit über die Route nachdenken und dann ballern. Moin, Ron. Autsch. Neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. Ehre Plody. Ehre Plody für den 25. Monat. Vielen Dank. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Liam losen, weil wir ruhen. In 200 Metern rechts. Ehre, vielen Dank. Ah! Moin, Andi. Okay, hier fängt schon an mit dem, der Bergpiste quasi. Boah, das ist super schnell, wie man hier hinkommt. Oh! Wand! Sowas geht ja mit einem normalen Straßenauto dann eher nicht, ne? Hatte ich ja schon einmal versucht in dem Huracan, nicht Huracan, sondern Aventador SV. Ah, hier kann ich zum Beispiel nicht hoch. Da Dave ist quick. Und Buddy, danke für den Prime Sub. Ehre Digi. Oh, hey. Oh. No. Nice. Ehre, Buddy. Du hast dein Ziel erreicht. Hey, Dave. Alejandra hat angerufen und gesagt, dass du ein echt schneller Fahrer bist. Horizon Apex abgeschlossen. So, schließe ein Schaurennen ab, ist by the way auch noch etwas auf der Festival-Playlist, was es da offen steht. Springe eine Distanz von 1500 Fuß in einem beliebigen Auto. Das müsste ich auch nochmal machen. Ja. Schnellziehen, Emote-Belohnung. Nee, danke. Muss nicht sein. So. Hier gibt es einen Radical und einen Civic. Razor. Eislaufstadion, okay.
Ja, springen hier theoretisch alles. Ich nehme mal den Jesko und mache den mal wieder auf 490 km/h tuned rein. Abfahrt. Habe ich schon alle Autos? Nö. Ja, geht schon, aber dafür hätte man AFK grinden müssen. Mein Dexter. Muss ja sagen, die Sichtweite hier ist echt richtig schlecht. Keine Ahnung, ob es von Anfang an so war. Am Anfang habe ich es sehr geil empfunden, aber mittlerweile echt nicht so geil. What? So, zählt das? Liebe Festivalspielers? Ja. Schließ eine Eliminator-Partie ab. Ja, die sind verbuggt gerade. Rivalenveranstaltung, saubere Runde fahren, 9 Sterne bei Wegbereitern fahren und 25 Objekte in 30 Sekunden zerstören. Wo mache ich das mit der Zerstörung denn am besten? Hier beim Stadion? Forzaton-Shop funktioniert, ja. Funktioniert. So, ein Schaurennen abschließen und eine Eliminator-Partie fahren. Und eine saubere Runde in einer Rivalenveranstaltung. Komm, fahren wir mal in einer Rivalenveranstaltung. So, gehen wir mal hier hin. Ab 3 km/h kommen die Sträucher mit dem Rendern gar nicht mehr hinterher. Ja, das ist halt schade. Ein gewisses Puck geht halt gar nichts mehr. Class B. So, fahren wir mal mit dem Alpine. Standard Heckantrieb. Ja, machen wir mal. In der Early Access, wo die Autos im Autohaus noch günstig waren, was? Wann, wie, wo? Hier fände ich es auch so geil, wenn du eine Zwischenzeit bekommen würdest zu deinem Gegner. Sie könnten halt wenigstens das, wo du so ein bisschen Competition machen kannst, echt mal auch ein bisschen auf Competition noch trimmen, oder? Das fände ich so gut, wenn das hier irgendwas gäbe, was mir signalisiert, ey, du bist gerade schon sehr gut unterwegs. Thank you.
Ja, unter 2 Minuten werde ich hier leider nicht fahren, aber unter 2:10 werde ich ja auch wahrscheinlich nicht fahren. Aber unter die 2:19 komme ich safe. So, 2:15:03, nice. Sauber, Belohnung abholen. Guck, hier kriegst du halt plötzlich eine Auszeichnung, warum auch immer. Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier Minicut. Und für die Leute auf YouTube geht es in der nächsten Folge weiter, werden wir dann weiter versuchen, alle möglichen Festival-Spiellisten Sachen machen zu machen.